Fortsetzung, ist diese Neutralisierung des Signifikanten schon das ganze Wesen der Sprache. Wäre dem so, fände man einen Angelpunkt, einen Anhaltspunkt am Beispiel der Wasserschwalben in dem Fisch, den sie während ihres Zuges von Schnabel zu Schnabel wandern lassen. Wenn wir das in Übereinstimmung mit dem Ethologen als ein Instrument ansehen, die Gruppe wie bei einem Fest in eine reigenförmige Bewegung zu bringen, so könnte man darin mit voller Berechtigung ein Symbol erkennen. Wie man sieht, zögern wir nicht, die Ursprünge symbolischen Verhaltens außerhalb der Grenzen des Menschen zu suchen. Doch ganz gewiss tun wir dies nicht auf dem Weg einer Ausarbeitung von Zeichen, wie es nach vielen anderen Jules H. Massermann versucht. Wir werden einen Augenblick bei diesem Versuch verweilen, nicht etwa nur wegen des Kessentons, mit dem er auftritt, sondern wegen der günstigen Aufnahme, die er bei den Redakteuren unseres offiziellen Journals gefunden hat, die, einer Tradition entsprechend, die sie beim Arbeitsamt abgeguckt haben müssen, es nie versäumen, alles aufzuführen, was unserer Disziplin als positive Referenz dienen kann. Man denke, ein Mann, der eine Neurose experimentell bei einem Hund erzeugt hat, der auf einem Tisch festgebunden war, und mit welchen ingeniösen Mitteln, eine Klingelvorrichtung, ein Teller voll Fleisch, den sie ankündigt, und ein Teller voller Äpfel, der stattdessen auftaucht. Den Rest erspare ich dem Leser. Nein, ihn würde man ganz gewiss nicht, so versichert zumindest er selbst uns bei den, wie er sich ausdrückt, weitläufigen Spintisierereien ertappen, die die Philosophen dem Problem der Sprache gewidmet haben. Er geht diesem Problem direkt an die Kehle. Stellen Sie sich vor, durch kluge Konditionierung von Reflexen bringt man einen Waschbären dahin, dass er auf seinen Futtertrog losgeht, sobald man ihm die Speisekarte zeigt, auf der ein Menü steht. Unerwähnt bleibt, ob sie die Preise enthält. Aber ein anderes überzeugendes Detail fehlt nicht. Ist er vom Service enttäuscht, zerreißt er die Karte, die ihm zu viel versprochen hat, wie es eine aufgebrachte Geliebte mit den Briefen ihres ungetreuen Liebhabers machen würde. Sick. Das also ist einer der Bögen, durch die der Autor den Weg vom Signal zum Symbol legt. Dieser Weg ist zweispurig befahrbar und in der Gegenrichtung bieten sich kaum weniger imposante Kunststücke dar. Wenn man nämlich beim Menschen die Assoziation herstellt zwischen der Projektion von hellem Licht auf seine Augen und zuerst dem Geräusch, später der Handhabung einer Klingel gemäß der Anweisung kontrahieren, auf Englisch Kontakt, kommt man dahin, dass die Versuchsperson, wenn sie die Zeitabstände der Anweisungen selbst variieren, sie murmeln und zuletzt nur noch in Gedanken reproduzieren darf, jedes Mal ihre Pupillen kontrahiert. Das heißt, man erreicht eine Reaktion des autonomen genannten Nervensystems, das eben normalerweise intentionalen Wirkungen nicht unterliegt. Auf diese Weise hat Hutchkins, wenn man unserem Autor glauben darf, Zitat, bei einer Gruppe von Versuchspersonen eine weitgehend individualisierte Konfiguration affiner und viszeraler Reaktionen auf das Gedankensymbol Kontrakt geschaffen, einen Response, der durch ihre verschiedenen individuellen Erfahrungen hindurch zurückführbar ist auf eine scheinbar weit entfernte, in Wirklichkeit jedoch wesentlich physiologische Ursache, in unserem Beispiel auf den Schutz der Netzhaut vor allzu viel Licht. Und der Autor schließt, die Bedeutung solcher Versuche für die psychosomatische und linguistische Forschung braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. Wir jedoch hätten noch gerne gewusst, ob die in der angegebenen Weise geschulte Versuchspersonen auch bei Redewendungen wie Mariage-Kontrakt, Bridge-Kontrakt, Breach of Contract auf diese Vokabel reagieren oder sogar bei fortschreitender Reduktion des Stimulus bis auf die erste Silbe Kontrakt, Kontra, Kontr
Der Gegenbeweis, den man von einer exakten Methode verlangen darf, bietet sich hier dem französischen Leser von selbst dar. Sobald er, der sich keiner anderen Konditionierung unterzogen hat als der des hellen Lichts, das Jules H. Massermann auf das Problem wirft, die erste Silbe murmelt. Wir würden von Massermann außerdem gerne wissen, ob er den Eindruck hat, man könne bei Wirkungen, die an konditionierten Versuchspersonen zu beobachten sind, auf eine weitere Ausarbeitung ganz einfach verzichten. Entweder treten sie nämlich nicht mehr auf und beweisen damit, dass sie nicht einmal bedingt vom Bedeutungslaut abhängen, oder aber sie treten weiterhin auf und stellen die Frage nach dessen Grenzen. Anders gesagt, sie würden im Instrument des Wortes selbst die Unterscheidung von Signifikanz und Signifikat hervortreten lassen, der der Autor im Begriff des Idia-Symbol behende verwischt hat, ohne es nötig zu haben, nach den Reaktionen von Versuchspersonen auf die Anweisung Don't contract, ja auf die ganze Konjugation von To contract zu fragen, könnten wir den Autor darauf hinweisen, dass per Definitionem jedes beliebige Element einer Sprache dieser als Ausdrucksform dadurch zugehört, dass es sich als solches für alle Sprecher dieser Sprache innerhalb einer angenommenen Gesamtheit von homologen Elementen unterscheidet. Es folgt daraus, dass die besonderen Wirkungen eines Elements der Sprache an die Existenz dieser Gesamtheit gebunden sind, und zwar vor aller möglichen Bindung an eine besondere Erfahrung des Subjekts. Diese letztere zu untersuchen, ohne auf ihr Verhältnis zur Gesamtheit von homologen Elementen innerhalb der Sprache einzugehen, hieße die der Sprache eigentümliche Funktion zu leugnen. Hätte unser Autor sich dieser Grundsätze erinnert, hätte er es vermutlich vermieden, mit unvergleichlicher Naivität zwischen den Kategorien der Grammatik seiner Kindheit und Realitätsbeziehungen wörtlicher Übereinstimmungen aufzudecken. Fortsetzung folgt.